Lieber Stier, herzlich willkommen zu deinem Dezember-Taroskop, Dezember 2024. Und schon ist wieder ein Jahr rum. Der letzte Monat des Jahres 2024. Schauen wir uns an, was du zu erwarten hast. Wie möchte sich dein Dezember gestalten? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wird wichtig und ausschlaggebend? Was jedoch aber eventuell am besten von dir ganz außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Stier im Dezember, bitte. Alles fällt auseinander, um sich neu zu fügen. Du darfst erkennen einen blinden Punkt, wo du agiert hast, reagiert hast, dich eventuell gar abgestrampelt hast, es aber nicht zu den Resultaten geführt hat, den erwünschten. Der ewige Krieger, er darf nun ruhen mit der Erkenntnis, die er bekommt. Du, lieber Stier, wirst ab nun so einiges anders machen. Der letzte Monat des Jahres hat es in sich. Du bekommst vom Universum die Gelegenheit, etwas ganz neu zu betrachten. Mit einem neuen Blickwinkel etwas ganz neu zu gestalten, etwas komplett Neues zu beginnen. Heilung darf dann stattfinden, wenn wir bereit dazu sind. Ein interessanter Aspekt, denn lieber Stier, wo warst du bisher bereit, Heilung zu akzeptieren und wo nicht? Schauen wir uns dein Hauptthema an im Dezember. Der Genuss. Der Genuss, die Innenschau und was du da nicht alles finden wirst. Es wird grandios, lieber Stier. Etwas Altes darf ad acta gelegt werden, doch nicht einfach, weil du es beschließt. Du fühlst es. Und wenn wir im Fühlen sind, im Spüren sind, die Liebe und die Dankbarkeit spüren, auch für das, was uns mürbe gemacht hat, was uns Schmerz bereitet hat, ach, lieber Stier, beneidenswert. Beginnen wir mit den Details. Der 10. Dezember, ausschlaggebend für dich. Gönne dir in den Tagen zwischen 3. Dezember und 9. Dezember mehr Ruhe als gewöhnlich. Denn es kann durchaus vorkommen, dass sich einige gestresst fühlen, eine Nervosität spüren, eine Unruhe spüren. Geh nicht in dieses Gefühl hinein, sondern nimm es einfach nur zur Kenntnis. Tu ein bisschen langsamer. Gönne dir was Gutes. Und du wirst sehen, am 10. kommt die Einsicht, die Antwort und die Freiheit. Du lässt dir deine Tage nicht vermiesen
von schlechtem Wetter oder von jemand, der ein Schlechtwetterbote sein möchte. Ganz im Gegenteil. Du erkennst, dass du dein eigenes Glückes Schmied bist und wehe, wenn der Stier losgelassen. Kein Aufhalten mehr. Der Dezember möchte dich einladen, im Hier und Jetzt zu sein, das Hier und Jetzt zu feiern. Doch nicht den Moment, sondern dich im Moment. Du bist sehr eingebettet in deinem Freundeskreis, im Zwischenmenschlichen, in der Familie, wo auch immer. Du bist in Feierlaune, in Feierstimmung. Geh dieser Stimmung nach. Die Engel, sie frohlocken, denn sie wünschen sich nichts anderes, als dass es dir gut geht, du Freude verspürst. Feiere, feiere dich, feiere dein Leben. Ein Feuerzeichen. Widder, Löwe, Schütze. Möchte deine Aufmerksamkeit, lieber Stier. Und dafür tut dieser jemand alles. Es kommt auf dich drauf an, ob du diesem deine Aufmerksamkeit schenkst oder nicht. Ganz situationsbedingt. Du bist gefesselt. Im Bann des Lebens. Plötzlich kann dir alles nicht schnell genug gehen. Plötzlich möchtest du mehr, mehr erfahren, mehr erleben. Es ist, als würdest du sagen, die Zeit, sie rennt davon. Doch ich renne gegen die Zeit. Ich schalte sie einfach aus. Bravo, lieber Stier, denn das heißt, du wärst im Momentum angekommen. Chapeau. Eine wunderbare Nachricht kommt auf dich zu. Du bist sehr abenteuerlustig. Diese Nachricht kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Du möchtest mit jemand ganz bestimmten diese Erkenntnisse, diese wunderbar friedlichen und gleichzeitig abenteuerlichen Momente teilen. Du planst eine Reise, begibst dich auf Reisen. Ich höre, dort, wo die Wüste auf dich wartet. Wow! So hell der Tag, so dunkel die Nacht. Doch dein inneres Feuer entfacht. Du schaust dem bunten Treiben zu, das sich da so um dich herum in den Bann ziehen möchte. So viele Menschen möchten deine Aufmerksamkeit. Doch wem schenkst du sie? Kommen wir zurück zur Heilung. Was tust du, um dich vom Schmerz abzulenken? Was tust du, um aus einer Situation, die du als deine ganz eigene persönliche Misere ansiehst, herauszukommen? Lenkst du dich ab mit den Reisen? Du wirst sagen, was? Was ist das denn für ein Widerspruch? Lieber Stier, wenn du das Gefühl hast, dass von dir genommen wird, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leid eines anderen Freud ist, kommen wir zurück zur Tatsache. Ist es wirklich Leid? Oder ist es nur eine Projektion
von dem, was du dachtest, das Bestand hat, doch in Wirklichkeit gar keinen Bestand hat. Jemand nimmt aus Schmerz doch der, der gibt, was ist mit dem? Wir machen weiter im Extended, schauen uns die weiteren Details an. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!